Aber leider, immer mit deutscher Staatsangehörigkeit bist du besser aufgehoben, auch leider in den muslimischen Ländern. Weil in vielen muslimischen Ländern, wenn du auch in deinem Land bist, wenn jemand kommt mit europäischem Pass, dann wird man respektiert und gut behandelt. Aber wenn man mit einem anderen Pass kommt, dann... Und da gibt es sehr viel. Ich habe einen Sheikh gehört, einmal, der hat erzählt. Der sagt, er ist von Griechenland nach Ägypten. Und er sagt, ich habe gesehen, diese Priester, die kamen, und die sind alle mit Bärten und schwarz und mit Kreuz und so weiter. Der sagt, die Soldaten, die Polizei sagt ihm, der Polizist sagt ihm, Tfaddal Yabuna, unser Vater, komm rein. Der andere, komm rein, unser Vater. Ich bin auch mit meinem Bart gegangen und so, Sheikh. Ich bin gegangen, der sagt, komm, unser Bruder, komm. Und ein Bruder war hier, ich kenne ihn sehr gut, der hat gearbeitet in einem arabischen Land. Subhanallah. Der hat mit ihnen immer Englisch gesprochen. Ja? Die haben ihn immer in Ruhe gelassen. Einmal hat er gesagt, ich habe jemanden mit Bart gesehen und so. Ich wollte mit ihm ein bisschen reden. Ich habe mit ihm auf Arabisch gesprochen. Der hat gesagt, halt. Die haben ihn 4 Stunden am Flughafen aufgehalten. Die haben mit ihm ein Interview gemacht. Wieso kannst du Arabisch? Wieso? Woher? Was machst du? So weiter. Ich selber, Allah, ich war einmal im Krankenhaus in einem arabischen Land. Ich habe einen Vortrag, Barakallahu fikum, über Medizin und solche Sachen gemacht. Dann kam zu mir ein Arzt, der hat mir gesagt, ich empfehle dir, wenn du redest, dann rede nicht so hoch Arabisch und gut Arabisch. Du musst deine Zunge ein bisschen so drehen. Du musst zum Beispiel anstatt Ha, Ha sagen. Anstatt ein, du sollst auch ein paar englische Wörter dazwischen schieben. So werden sie dich mehr respektieren. Wir haben diese Komplexe, die anderen. Und aber wenn man die Wahrheit weiß, dann weiß, wie die Lage ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahren. Tfaddal.